Josef Viktor Widmann. Er zählt zu den erfolgreichsten Schriftstellern und Journalisten, die das Baselbiet hervorgebracht hat. Im Alter von 9 Jahren blickte der junge Pfarrerssohn aus dem Fenster seines Elternhauses in Liestal und wurde Zeuge eines schaurigen Ereignisses. Der Hinrichtung des Posamenta-Mörders Hyazinth Bayer. Es war das letzte Todesurteil, das 1851 im Kanton Basel-Land vollstreckt wurde. Auf diesem Gelände, wo heute Liegenschaften zum Verkauf stehen, schlug der Henker Theodor Mengis dem deutschen Schmiedgesellen am 15. Oktober 1851 den Kopf ab. 9000 Zuschauer verfolgten auf der Gestadeck die öffentliche Exekution. Dreimal so viele Menschen wie damals in Liestal lebten. Ein Großereignis, das bereits Wochen zuvor ganze Zeitungsseiten füllte. Auch der Knabe Widmann hoffte, an der Hinrichtung dabei sein zu dürfen. Doch seine Mutter verbot es ihm. In seinen Jugenderinnerungen schreibt er: Als ich jedoch ein Wort darüber fallen ließ, nahm meine Mutter mich bei der Hand, sah mir ernsthaft ins Gesicht und sagte: Wie? Du, mein Kind, möchtest zusehen, wie sie einen Menschen töten? Ich dürfte dich, wenn du es tätest, nicht mehr lieb haben. Ich könnte einem Menschen keinen Kuss geben, der freiwillig zu einer Hinrichtung gegangen wäre. Das Dichter- und Stadtmuseum in Liestal. Zahlreiche Exponate aus Widmanns Leben sind hier ausgestellt. Zum Beispiel der Schreibtisch des Schriftstellers. Museumsleiter Stefan Hess. Ihn hat eine Schilderung von Widmann zur Hinrichtung in Liestal besonders beeindruckt. Sehr eindrücklich ist natürlich sein Vater, der ja Pfarrer war, in Liestal, wie er erschüttert ist, wo der Zug, wir können fast sagen Leichenzug, aber es ist ja der Verurteilte, der auf Schafott geführt wird, wo der durch ist, wo ihm Tränen durchs das Gesicht runterlaufen, wo er in die Knie sinkt und dann davon beten. Das ist offensichtlich auch für den junge Widmann sehr erschütternd gewesen, weil er normalerweise den Vater nicht so erlebt hat, sondern immer sehr gesetzt erlebt hat. Als der zum Tode verurteilte Hyazinth Bayer durch das Städtle zur Gestadeck hinuntergeführt wurde, saß der Knabe Widmann in einer Fensternische und blickte aus dem halb geöffneten Fenster. Er sah die Menschenmasse und auch Bayer selbst. Einige Kavalleristen mit gezogenen Säbeln hielten den Wagen umringt. Ich kannte die gelbe Chaise, war schon selbst darin gefahren auf vergnügter Landpartie. Jetzt saß darin der geknebelte, totenbleiche, unter den Stricken schlotternde Verurteilte. Todesangst, Entsetzen lag in seinen Zügen. Wer den vor Furcht Halbtoten in diesem Moment gesehen hat, wird jedenfalls nie der oft leichtsinnig geäußerten Ansicht beipflichten, die Todesstrafe sei keine schreckliche Strafe. Es ist ja erstaunlich, wie er differenziert argumentiert. Er sagt, die Abschreckung, also das Argument, das man bringt, geht auch davon aus, dass die Abschreckung tatsächlich auch stattfindet, wenn man hier Richtungen macht. Aber für ihn ist es einfach gegen die Menschenwürde. Widmann lehnte die Todesstrafe ab. Doch im Liestal von 1851 war die Hinrichtung ein Spektakel, das kommerziell ausgeschlachtet wurde. Die Wirte machten ein gutes Geschäft und auch die Medien wussten das außergewöhnliche Ereignis zu nutzen. Es ist bereits ein Tag vor der Hinrichtung, ist die Lebensbeschreibung vom Hingerichteten, also von dem Hyazinth Bayer, erschienen. Ein paar Tage oder ein paar Wochen später sind dann auch noch seine letzten Worte, die er auf dem Schafott gesagt hat, sind gedruckt worden. Also es hat auch damals schon Leute gegeben, die daraus gewusst haben, ein Geschäft zu machen. Hyazinth Bayer war der letzte Straftäter, der im Baselbiet hingerichtet wurde.
1873 schaffte der Kanton die Todesstrafe ab.